Sonnenbrillen, das einzig stilvolle Schmuckstück für Männer außer Armbanduhren. Als erstes mal an, was steht ihm von den Farben her, also was passt zum Haar, was passt zur Kopfgröße, Kopfform. Also momentan sieht man sehr häufig sehr große Brillen aller Orten, bedeutet, das kann nicht immer klappen, das tut es auch nicht immer. Ja, ein wunderbares Beispiel, wie es gar nicht geht. Ich sehe aus wie der Kunstschweißer von Paris Hilton und diese Brille verhüllt eigentlich mehr das, was sie effektvoll und vorteilhaft betonen sollte. Für mich geht das also gar nicht. Das ist auch sowas. Man sieht eine tolle Brille bei George Clooney in der Illustrierten oder im Fernsehen und denkt, die muss ich auch haben, aber es funktioniert nicht richtig. Ich fühle mich irgendwie wie die Fliege aus dem gleichnamigen Horrorfilm. Manchmal fehlt einfach das gewisse Etwas und man sieht sofort, das ist es oder das ist es nicht. In diesem Falle ist es es leider nicht. Wenn Sie eine Sonnenbrille kaufen, nehmen Sie nie mehr als zwei gute Freunde oder Bekannte mit. Sie kriegen sonst so Kommentare wie ungewohnt, apart, kann man machen und das nützt ihm nicht wirklich. Tja, das wäre meine Wahl. Schließt schön mit den Augenbrauen ab, ist nicht zu groß. Auch Brad Pitt würde damit nicht unvorteilhaft aussehen. Der Sommer kann kommen. Aber bei allen Regeln bezüglich Sonnenbrille, die man beachten will oder beachten sollte, denken Sie immer daran, eine Sonnenbrille ist auch ein Spaßartikel und ab und zu, wenn Sie Lust haben, setzen Sie auch mal sowas auf. Viel Spaß beim Spielen.